Muss ich lieber lachen, weil ich es mir leisten kann. Kilos für 3,50, damals war es günstig. Wir bauten uns was auf, zahlten immer pünktlich. Mama meinte, diese ganze Scheiße bringt nix. Geh doch nochmal in dich, bitte sei vernünftig. Ich hab erkannt, ich hab nicht mehr als mein Talent. Yo Leute, was geht? Heute zeige ich euch einen richtig kranken Glitch, mit dem ihr Camo und XP-Lobbys erstellen könnt. Für den Glitch benötigt ihr mindestens 2 Spieler, aber im Nachhinein könnt eure Freunde auch noch mit einladen. Zur Vorbereitung des Glitches müsst ihr das Easter Egg bis zum Miniboss durchgeführt haben, sodass ihr die Karte aus dem Wasser aufhebt und dann zum Kontrollraum müsst. Bevor ihr dies aber tut, müsst ihr bei Runde 13 mindestens mit dem zweiten Spieler nachgejoint sein, sodass ihr bei Runde 14 wiederbelebt werdet. Danach aktiviert ihr den PC im Kontrollraum, fahrt mit dem Boot zur nächsten Aufgabe. Bei der nächsten Aufgabe springt der zweite Spieler an die Leiter, wo er dann in den Raum reinklettert und an das Behältnis aufnimmt. Wenn er das getan hat, muss er sich danach direkt von den Zombies umbringen lassen. Sobald dies dann passiert ist, muss der erste Spieler die nahegelegene Insel anfahren und 3 Minuten bis 4 Minuten bei dieser warten, bis die Zombies spawnen. Sobald die ersten Zombies spawnen, wartet ihr 20 Sekunden und der zweite Spieler muss das Spiel verlassen. Ein kleiner Tipp noch von mir, ihr könnt gerne in den Raum gehen, wo ihr die Wunderwaffe erstellt habt, denn da spawnen die Zombies am schnellsten für die Headshots. Wenn ihr das alles geschafft habt, solltet ihr den Glitch richtig ausgeführt haben. Leute, für den Glitch sucht, dann joint gerne meinen Discord-Server. Und wenn ihr mehr von solchen Glitches sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr.